Mahlzeit, yes. Wir sind Bantabar und we love Juicy Beats Festival. Möchtet ihr einfach mal was von euch erzählen? Ihr habt auf der Stage heute schon aufgelegt. Wie war das für euch? Wir haben nicht aufgelegt, wir sind eine tatsächliche Band und bedienen Instrumente und Mikrofone und haben da gespielt auf der World Beat Stage. Und ja, wir machen Roots Reggae. Wie gefällt euch das, die anderen Artists? Ich finde es immer wirklich spannend, dass man eigentlich auf einem Elektronik-Festival ist, aber Reggae spielen kann und auch alles Mögliche an Musik hören kann, was einem gefällt, obwohl wir überhaupt mit elektronischer Musik gar nichts zu tun haben. Das finde ich toll, weil es ist so open-minded und so schön. Es macht uns immer wieder Spaß. Wir sind jedes Jahr gerne hier. Auf jeden Fall auch von der Technik und alles super lieb betreut worden und Shuttlebusse, bla, es ist alles toll. Ja. Also wir haben sich richtig gekümmert und allein durch die ganzen Volunteers, die man auch einfach hervorheben muss, wird das natürlich auch alles nicht laufen. Aber sonst ist alles easy. Okay, und habt ihr irgendwas Besonderes erzählt, was ihr den Menschen mitteilen möchtet noch? Genau, wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass gerade eben unser Debütalbum From the Ground Up erschienen ist bei Rubin Rockers und vertrieben von Root Down Distribution.